Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wird es nur ein kleines Video geben und ein Bildervideo, denn ihr habt euch ja sehr gewünscht, dass ich mal ein Video mache in Memory of Marie. Marie war ja meine größte Künstlerpuppe, die ich ja jemals besaß bis jetzt. Ja, ich bin dann natürlich wieder in die endlosen Weiten meiner Bildergalerien verschwunden und habe einige schöne Bilder für euch gefunden. Und ja, ich wünsche euch an dieser Stelle einfach erstmal ganz viel Spaß und wir sehen uns nach dem Intro wieder. Ja, meine Lieben, als erstes wollte ich euch so ein bisschen was über Marie erzählen. Marie war die Künstlerpuppe Sarah von Monika Peter Leicht. Sie war 126 cm groß und wie viel sie genau wog, weiß ich jetzt nicht mehr, aber ich meine, sie wog so um die 10 bis 12 Kilo. Marie war halt eine Sitzpuppe, dadurch war der Popo von ihr auch ein bisschen dicker. Und dadurch, dass sie halt auch angewinkelte Beine hatte, hatte sie letztendlich ja Hosengröße 146 getragen, manchmal auch 152. Das ist natürlich wieder je nachdem, wie die Hose geschnitten war. Und Oberteilgröße war es dann Größe 134, 140. Sie ist leider 2014 ausgezogen wieder. Was ich teilweise heute noch bereue, was mir teilweise heute noch sehr, sehr weh tut, wenn ich darüber nachdenke. Aber ja, zu der Zeit war es einfach so, dass Marie mir sehr groß wurde, ich nicht mehr so den Platz hatte und ja, deswegen habe ich sie dann lieber in gute Hände abgegeben, als dass sie halt bei mir, ja, sozusagen, ja, nicht mehr beachtet wird. Wie gesagt, ich bereue es heute noch, dass ich sie abgegeben habe. Ich habe Marie halt auch immer gesehen als einen 6, 7, 8 Jahre alten Kind und dementsprechend musste Marie natürlich auch in die Schule gehen. Und deswegen werdet ihr gleich auch Bilder sehen von Maries Einschulung sozusagen mit Schultüte, mit Schulranzen und allem drum und dran. Ja, ich hatte in mehreren Kommentaren auch den Namen Tayet verwendet. Ganz am Anfang, als wir sie bekommen haben, habe ich sie Tayet genannt. Und Tayet war, ist, finde ich, immer noch ein sehr, sehr schöner Name. Ja, und als sie aber damals in die Schule eingeschult worden ist, sozusagen, hieß sie Marie. Und deswegen werde ich dieses Video halt auch nennen in Memory of Marie. Es ist halt eine schöne Erinnerung an sie und ihr habt mich auf die Idee gebracht. Das finde ich total toll. Und das ist halt auch für mich so ein, ja, in Erinnerung schwelgen einfach. Und dafür möchte ich mich bei euch natürlich auch bedanken. Und ich würde einfach sagen, ich wünsche euch jetzt ganz, 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 ganz viel Spaß bei den folgenden Bildern. Genießt die Bilder. Ich verabschiede mich jetzt von euch. Ciao.